Heute beim elektrischen Reporter: Endungen, Notiertes und Verteiltes. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Ob Sie das nächste Weltunternehmen ins Netz stellen wollen oder nur einen Blog mit lustigen Katzengifs, einen knackigen Namen muss das Webprojekt haben, sonst wird vermutlich nichts daraus. Knackige Domainnamen zu finden ist allerdings schwierig, denn die meisten sind schon vergeben. Doch seit neuestem gibt es Namensnachschub, wie unser erster Beitrag zeigt. Will man Dinge sortieren, helfen Schubladen. Das ist im World Wide Web nicht anders als im Kleiderschrank. Im Internet erfüllen Domains diese Funktion. Deutsche Webseiten findet man meistens unter .de, französische unter .fr und kommerzielle Angebote unter .com. Aber nach 25 Jahren www sind diese Digitalschubladen voll. Zu unflexibel und zu langweilig waren sie vielen Webaktiven schon lange. Neue Domains müssen also her. Daniel Sippel ist einer der Ersten, der mit seinem Blog Schönes Berlin unter der brandneuen Domain .berlin zu finden ist. Ja, ich habe geschaut nach schönesberlin.de, .com, mit Bindestrich, mit Umlauten, wollte ich nicht. Und zwar alles schon belegt, sodass ich dann mitbekommen habe, .berlin startet, die neue Domainendung. Und habe darauf abgewartet und mich registriert und dann Glück gehabt. Dank der neuen Domains ist also endlich wieder Platz im Internet. Dutzende neue Internetendungen sind bereits verfügbar oder stehen kurz vor dem Start. Sinnvolle wie .mail, .app oder .video, seltsame wie .guru oder .plumbing oder regionale wie .tokyo, .wien oder eben .berlin. Den komplizierten Prozess, welche Domains es wirklich von der Idee bis ins Netz schaffen und wem sie dann gehören, steuert die oberste Internetbehörde ICANN. Und hier geht es nicht immer transparent und demokratisch zu, kritisiert Avri Doria von der .gay-Initiative, deren Ziel eine einheitliche Domain für die lesbisch-schwule Community ist. Mein Hauptproblem ist, dass Domainbewerbungen kleiner Gruppen ganz anders bewertet werden als die der großen Bewerber. Die Großen haben natürlich ganz andere Ressourcen. Wenn die hingehen und sagen, ich habe hier 100 Domainbewerbungen, dann ist das natürlich ein stärkeres Auftreten, als wenn wir da alleine mit unserem .gay-Antrag auftauchen. Wer die neuen Domains kontrolliert? Das ist natürlich auch eine Geldfrage. Aber neben knappen Ressourcen haben nicht-institutionelle Gemeinschaften wie die .gay-Initiative noch weitere Sorgen. Wer definiert eigentlich, was eine Community ist? Und wer bestimmt, welche Community eine eigene Domain haben darf? Communities begegnet die ICANN mit großem Misstrauen. Der Prozess, den wir durchlaufen müssen, gleicht einem Spießrutenlauf. Wir müssen einem sehr undurchsichtigen Ausschuss beweisen, dass wir ihrem Verständnis nach überhaupt eine Community sind. Und das der ICANN klarzumachen, ist natürlich alles andere als leicht. Eigentlich sollte es bei den neuen Internetendungen doch fair zugehen. Das war jedenfalls der Anspruch, mit dem die ICANN angetreten war. Multi-Stakeholder-Modell heißt das im Behördensprech. Wirtschaft, Regierungen, Techniker, Zivilgesellschaft, sie alle sollen gleichermaßen mitreden dürfen, verteidigt ICANN-Mitglied Wolfgang Kleinwächter das System. Die Vorzüge von dem Multi-Stakeholder-Modell ist, dass keine Gruppe das Internet als Ganzes kontrolliert. Das wäre auch gar nicht möglich. Also selbst wenn das einer versuchen würde, der würde daran scheitern. Insofern gesehen sind das auch Sicherungsmaßnahmen gegen eine einseitige Vereinnahmung des Internets, sowohl lokal als auch global. Das klingt gut, ist in der Praxis des internationalen Konzernlobbyismus aber wenig realistisch, wie das Beispiel Ferrero zeigt. Der Süßwarengigant interessiert sich nicht nur für die Internetendung .kinder, sondern konnte sich diese darüber hinaus sogar in eine Markendatenbank eintragen lassen. Ein Service, von dem Communities wie .gay nur träumen können. Bei allen Verteilungskämpfen bleibt der große Vorteil, endlich wieder Platz im Internet, zwar bestehen.
Aber nicht mal den gibt's umsonst. Und so bedeuten die neuen Domains im Moment erstmal viel Kohle für die Leute, die es betreiben, weil die Gebühren viel höher sind als bei den E-Domains. Bleibt die Frage, ob sich die ganze Streiterei um die neuen Domains überhaupt lohnt. In Zeiten von Suchmaschinen kommen die meisten Besucher ohnehin von Google oder aus dem Social Web via Facebook und Twitter. Und neuere Erfolgsseiten wie heftig.co verdanken ihre Beliebtheit sicher vielen Faktoren. An der Domain liegt es aber wohl nicht. Die Schubladen des Netzes werden immer unwichtiger. Trotz aller digitaler Kommunikation, der Zettel an der Hauswand ist immer noch ein nicht zu unterschätzendes Mitteilungsmittel. Um Hauswandnotizen in der Hauptstadt, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin der Joab Nist, ich bin 31 Jahre alt und der Gründer und Betreiber des Blogs Notes of Berlin auf Twitter @NotesofBerlin. Die Idee zu Notes of Berlin ist nicht einfach so aus dem Effekt heraus entstanden, sondern ich bin 2004 von München nach Berlin gezogen. Mir sind dann die Zettel aufgefallen, vielleicht war das Zufall. Ja, ich habe mir dann einfach gedacht, da hängt zu viel da draußen, was ich alleine gar nicht dokumentieren kann. Und spannend wird das Projekt eigentlich erst dann, wenn aus allen Ecken der Stadt solche Zettel eingefangen werden können und ich sie dann einem größeren Publikum als mir veröffentlichen kann. Ja, die Zettel geben einem zuallererst mal den Einblick in die pure Alltagskultur einer Großstadt, weil es sind relativ private Themen. Liebeskummer, du hast was verloren, du regst dich über was auf, zum Beispiel Nachbarn. Du willst einfach nur irgendeine Meinung kundtun. Berlin ist ja auch schon immer die Stadt, die kein Blatt von den Mund nimmt. Und die Zettelwirtschaft dokumentiert das wunderbar. Ja, ich habe meinen ersten Zettel in Berlin geschrieben und habe auch meine erste Wohnung dadurch gefunden. Da gab es noch nicht die Idee von Notes of Berlin, aber so ganz unzufällig war das vielleicht doch nicht. In kleiner Zusammenhang, glaube ich, ist da schon unterbewusst, hat es sicherlich meine Affinität zu Zetteln vorangetrieben. Ja, der Tweet mit der Schallplatte, das ist einfach ein Klassiker. Es gibt sehr viele Zettel, wo man sich über die Postboten beschwert. Einerseits klingeln sie nicht, andererseits sind sie zu faul, nach oben zu laufen und bringen das Paket nicht hoch. Oder wie jetzt in dem Fall der Schallplatte, etwas unsensibel wird die Sendung genommen und sie passt nicht ganz in den Briefkasten, wird halt dann passend gemacht. In dem Fall war es natürlich ein kleines Drama, weil jemand hat sich eine Schallplatte bestellt, die danach keine mehr war, als sie angeliefert wurde. Das ist schon so ein Berlin-Thema. Ja, man ist hier, glaube ich, nicht so zufrieden mit der Post wie anderswo. Nächstes Jahr erscheint das zweite Zettelbuch und es wird auch einen Kinofilm geben zu Notes of Berlin, quasi eine Blog-Verfilmung im weitesten Sinne, wo wir versuchen, die Geschichten hinter den Zetteln auf die Leinwand zu bringen. Und das Allerwichtigste ist mir natürlich nach wie vor, dass die Zettel überhaupt erst geschrieben werden, entdeckt werden und dann eingesendet werden. Dann kann ich Notes of Berlin auch immer weiterführen. Was man alleine nicht schafft, dafür holt man sich Hilfe. Das gilt natürlich im Internetzeitalter noch immer, wo die Hilfe allerdings nicht unbedingt aus Menschen, sondern aus Computern bestehen kann, wie unser nächster Beitrag zeigt. Bruce Allen ist Physiker und er ist auf der Suche nach Neutronensternen, besonders kompakte Himmelskörper. Das Problem, sie in den Tiefen des Alls zu finden, ist sehr aufwendig. Die Wissenschaftler müssen sogenannte Gravitationswellen auffangen und in ihnen nach Mustern fahnden, nach Spuren der gesuchten Sterne. Wir versuchen mit einer Schablone, wenn das passt nicht, wir versuchen eine andere, aber gibt es Milliarden von diesen Schablonen. Und so, um diese Auswertung von den Daten zu machen, brauchen wir viel Rechnerleistung. Nun sollte man meinen, Rechenleistung sei im Jahr 2014 kein großes Thema mehr. Allens Institut in Hannover betreibt selbst ein großes Rechenzentrum, das die Signale aus dem Weltraum analysiert, rund um die Uhr. Die Wissenschaftler mieten sich außerdem noch in Supercomputer ein. Doch all das reicht noch nicht und ist außerdem immer noch ein großer bürokratischer Akt. Wir haben Zugang, aber nur für einige Stunden oder einige Tage. Man muss immer einen Antrag stellen nach, okay, ich möchte 100.000
CPU-Stunden oder 500.000 CPU-Stunden. So, wir haben Zugang zu großen Computers, aber nicht 24 Stunden mal 7 mal 365. Der Ausweg? Die Wissenschaftler leihen sich Rechenkraft von Privatleuten, von Millionen Internetnutzern in aller Welt. Freiwillige installieren ein kleines Programm und werden daraufhin mit Datenpaketen versorgt, die der Computer abarbeitet, und zwar dann, wenn er sonst gerade nichts zu tun hat. Statt einen sinnlosen Bildschirmschoner laufen zu lassen, durchsuchen die so ausgestatteten PCs Bruce Allens Gravitationswellen auf der Suche nach Neutronensternspuren. Dann senden sie die Ergebnisse zurück. Den Forschern spart das viel Zeit, Papierkram und Geld. Die Freiwilligen unterstützen uns nicht nur mit den Computern, aber sie bezahlen auch die Stromkosten. Sie machen die Administration von diesen Computern für uns. Schon 1999 ging das erste große wissenschaftliche Projekt, das hunderttausende Privat-PCs bündelte, online. SETI at Home nannte sich das Programm und wollte nichts weniger als außerirdische Intelligenzen entdecken. Abermillionen Stunden von Weltraumrauschen analysierten die Computer der Freiwilligen zu diesem Zweck, verteilt über den ganzen Planeten. Zum Beispiel hier, im fränkischen Karlstadt. Christoph Scheibner ist Unternehmensberater. In seiner Freizeit unterstützt er die Wissenschaft. Seine Rechner stellt er schon seit 15 Jahren der Wissenschaft zur Verfügung. Für die Suche nach Sternen und nach Außerirdischen. Inzwischen aber vor allem nach einem. Nach neuen Medikamenten. Weil ich auch viele Krebserkrankungen in der Familie hatte. Viele sind auch daran gestorben. Auch meine Schwester, die ist sehr jung dran gestorben, mit 52. Und dann habe ich mich eigentlich entschieden zu sagen, okay, jetzt mache ich was für die Forschung. Nach dem Motto, viel hilft viel, hat Scheibner in seinem Arbeitszimmer mittlerweile einen kleinen Serverpark aufgebaut. Beim vernetzten Rechnen ist er Intensivtäter. Einer, der die Wissenschaft mit seiner Rechenkraft ganz besonders unterstützen will. Ich habe mit einem Rechner angefangen und irgendwann hat sich die Technologie auch weiterentwickelt. Und ich habe das dann immer so gemacht, dass ich den alten Rechner behalten habe und habe mir dann einen neuen gebaut mit der neuen Technologie. Und dann sind vielleicht auch wesentlich größere Forschungsprojekte denkbar, die gerade der Menschheit bei der Heilung von Krankheiten weiterhelfen würden. Heimische Rechner, Smartphones, Tabletcomputer, jeder kann beim vernetzten Rechnen mitmachen. Manch einer meldet sich sogar persönlich bei den Forschern. Einige von ihnen toppen sogar den kleinen Serverpark in Franken. Da gibt es Leute zum Beispiel in North Dakota, die im Winter, in North Dakota, es ist wirklich kalt im Winter, sie heizen das Haus mit Einstein at Home. Das bedeutet, dass sie haben einen Keller voll von älteren Rechner und sie nutzen Tausende von Watts jeden Tag. Zusammen mit ihren Unterstützern haben die Wissenschaftler vor 4 Jahren einen ersten Neutronenstern entdeckt und seitdem viele weitere. Inzwischen sind auch erste Medikamente auf dem Markt, die mit der vernetzten Rechenleistung entwickelt wurden. Nur eines steht noch aus. Ein Treffer beim ältesten und bekanntesten Projekt, bei SETI at Home, der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Doch glaubt man den Fans, ist auch das nur eine Frage der Zeit, der Rechenzeit. Nach Lieben ist Helfen das schönste Zeitwort der Welt. Bertha von Suttner. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.